Leute, euer Re hier und willkommen zurück zu einer neuen Folge Replays Resummelt und heute eine kleine Spezialfolge. Es gibt wieder ein Gewinnspiel, denn wir haben die 350 Abonnenten geknackt, beziehungsweise es waren 350 Abonnenten, dann ist innerhalb von 2 Tagen ist es runter auf, habe ich 4, 5 Abonnenten verloren, keine Ahnung wieso, aber schön, dass ihr da wart. Jetzt sind es wieder 349 und, aber egal, ich hatte die 350 und es zählt für mich. Und heute gibt es ein Gewinnspiel und alles, was ich jetzt, euch jetzt zeigen werde, ist aus der letzten Woche. Ja, also Neuankömmlinge und Flohmarktzeug und Tauschgeschäfte und bla. Und alles, was ich hier zeige, Entschuldigung, ist potenziell für das Gewinnspiel. Der Herr Jan Lampata hat gesagt, hey, pass auf, wenn du ein Gewinnspiel machst, dann hätte ich auch noch ein paar Sachen für dich, für den zweiten Platz. Habe ich gemeint, hey, cool, vielen Dank. Deswegen, hier habt ihr mal ein paar Bilder und alles, was ihr hier auf diesen Bildern seht, ist vom Herrn Jan Lampata und das bekommt dann der zweite Platz. Gezogen wird dann nächste Woche, am Wochenende. Wer auch immer den zweiten Platz bekommt, soll sich doch dann bitte beim Herrn Jan Lampata melden. Ich werde dann seine Facebook-ID unten posten. In der Beschreibung. Ja, wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach. Schreibt mir hier Comments, wie ihr auf meinen Channel gekommen seid, was ihr cool findet, was ihr nicht cool findet. Oder schreibt einfach, ich bin nur hier fürs Gewinnspiel. Dann seid ihr wenigstens ehrlich. Also wie gesagt, den Comment setzen, das Video liken und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren. Ganz wichtig. So, und ich kann euch schon mal sagen, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und ich mache das einfach mal richtig fett. Ja, keine Kindereien mehr, das wird mal richtig ein richtig fettes Gewinnspiel. Aber fangen wir erstmal an, mit was ich denn so bekommen habe. Und wie gesagt, alles was ihr jetzt seht, ist möglicherweise im Gewinnspiel. Und das sortiere ich dann später, wenn ich euch alles gezeigt habe, aus. Und dann wisst ihr Bescheid. So, das erste, ich war letzte Woche Freitag auf einem ganz kleinen, spontanen Flohmarktbesuch und habe die 3 Star Wars Hefte mitgenommen für 1,50 Euro. Bin jetzt nicht der riesen Lesertyp, muss ich ehrlich zugeben, wobei bei Comics ist wieder was anderes. Und ich finde einfach das Artwork und so von diesen Heften saucool für 50 Cent das Stück. Habe ich nicht nein gesagt, habe ich natürlich mitgenommen. So, dann ging es weiter, dann gab es einen Tausch mit dem Herrn Marc Steinbrecher. Er hat von mir die, von der letzten oder vorletzten Folge, da habe ich ja den NES-Klon gefunden mit der OVP. Die hat leider nicht funktioniert und die wollte er dann haben. Und mir hat er dann dafür, also das war der eigentliche Tausch, Asphalt 3D. Ja, für den 3DS und ich kann euch sagen, das Spiel ist geil. Ja? Ich habe es reingelegt und dann so, ja okay, ist keine Simulation, ich bin eigentlich mehr der Simulations-Autorennen-Typ, aber das ist mehr Arcade, das ist sehr Arcade-lastig, hat wirklich, aber es ist wirklich saugeil, wenn man ein bisschen reinkommt, die Steuerung gewöhnt ist und wie das mit dem Driften funktioniert. Hammer, geiles Spiel, also es hat was von Need for Speed, von Burnout, es ist eigentlich die ganzen Arcade-artigen Rennspiele in einem, kann man sagen. Und Grafik ist jetzt nicht unbedingt die geilste, aber das Gameplay ist geil, macht Spaß. Und kann ich euch nur empfehlen. Zock ich die ganze Zeit schon. Asphalt 3D. So, das war im Tausch. Und jetzt, da haben wir noch ein paar Goodies eingepackt. Und sorry nochmal an diese Stelle, ich habe ihm vergessen, Goodies einzupacken. Wird aber nachgeholt. So, sehr geil, was er mir geschickt hat. Da muss ich aber schauen, ob ich noch ein Netzteil dafür habe. So ein Mehrfach-SCART-Anschluss-Stecker-Dings. Ja. Hat der ein oder andere von euch vielleicht zu Hause. Sehr praktisch.
Wollte ich mir schon lange holen, aber hab's irgendwie verrafft. dann hat er mir ein paar PC-Spiele eingepackt, die ich leider nicht benutzen werde kann, denn ich bin überhaupt kein PC-Gamer. Und zwar Torchlight und was ist das? Aquanox Collection. Ja, sagt mir auch überhaupt nichts, diese zwei Spiele. Und die zwei Dinge hier sind die ersten, die in die Gewinnbox kommen. Lege ich da rein. Ein Logitech Controller mit USB. Vielen Dank. Kommt auch in die Gewinnbox. Dann für die PS3 Sniper. Sehr cool. Kommt auch in die Gewinnbox. Und für die PS1 NBA Jam Extreme. Ich hätte jetzt fast gesagt, kommt auch in die Gewinnbox, aber für mich ist NBA Jam kein einfacher Sporttitel. NBA Jam ist NBA Jam und ist in gutem Zustand. Das kommt in die Sammlung. Vielen Dank, Marc. Sehr cool. Also, NBA Jam bleibt, der Rest kommt in die Gewinnbox. Zeige ich euch aber am Ende des Videos nochmal alles, dass ihr das genau nochmal sehen könnt. Ja, dann war ich... was noch in die Gewinnbox kommt, kann ich euch gleich sagen. Das habe ich schon mal bereitgelegt. Und zwar der Game Boy Color. Samt dem Spiel, dem Color-Spiel, Die Schlümpfe im Albtraumland. Ja. Und das ist dieser kleine Akku-Pack dran. Keine Ahnung, ob er funktioniert. Also ich habe das mit Batterien funktioniert er auf jeden Fall. Also er geht. Kommt in die Gewinnbox. Der Game Boy Color. Dann ein Shirt. Und zwar in der Größe XL. Super Mario in Blau. Also das blaue Shirt. Super Mario Shirt. Kommt in die Gewinnbox. Und ich sage euch, es wird nur besser. Ich werde all in gehen und denn ohne Scheiß, ich habe schon so viel Zeug von euch bekommen, cooles Zeug. Und jetzt gebe ich mal was zurück. So. Dann war ich gestern auf Hinterhof-Flohmarkt und alles, was da drin ist, habe ich für 20 Euro bekommen. So, los geht's mit für den Advance Final Fantasy Tactics. Ja, für den Advance. Das ist schon versprochen. Dann Final Fantasy Tactics Grimoire of the Rift. Das wird dann in Miiwo gehen. Da hat er mich schon angehauen. Das wird der Miiwo bekommen. Dann haben wir noch einen Game Boy Advance SP, der 001er, mit Tasche, Ladekabel, Tasche, alles dabei. Und ich sage euch was, richtig, kommt in die Gewinnbox. So, dann habe ich noch Pokémon Trading Card für den Game Boy. Richtig, Gewinnbox. Super Smash Bros. Und Donkey Kong, die Anleitungen. Donkey Kong 64 und sehr cool, denn ich habe die beiden Spiele und ohne OVP, nur die Spiele, die Module. Jetzt habe ich die Anleitungen dazu. Ja, ein weiterer Schritt zur Completion. dann noch mehr Zeugs. Für den Expansion Pack eine Anleitung. Und für die Nintendo 64 selbst eine Anleitung. Und für den Pokémon N64, für die Pokémon Edition. Die Anleitung bekommt der Herr Nikolai Hilser von mir, hat mich schon angehauen, dass er das bräuchte. Und ich habe den nicht, kriegt er natürlich. Was ist denn da noch drin?
Aha, aha. Ja. Kriegt er alles. So, das war genau. Das lasse ich mal hier liegen. Dann. Ein Battletoads in Ragnarok's World. Das Spiel habe ich in OVP. Und ich kann euch sagen, ist es ein geiler Port. Also wer das Spiel auf der Super Nintendo, beziehungsweise gab es das auf dem Super Nintendo? Moment. Egal. Wo war das? Ne, auf der Nintendo war das, genau. Und ist ein geiler Port, also für den Game Boy absolut geiles Spiel. Nur zu empfehlen. Super gemacht. Das kann ich leider nicht in den Gewinnbox, weil irgendjemand wollte das, glaube ich, haben. Und deswegen behalte ich das erstmal. Dann noch ein paar Anleitungen. Was haben wir hier alles? Ein Pokémon Gelb. Vom Tim. Richtig. Ihr Winbox. Dann noch sämtliche Anleitungen für den Advance. Schmeiße ich auch alles rein. Ja. Kommt natürlich auch in die Gewinnbox. Gehört ja zum Advance dazu. Hier ist noch eins. So. Dann haben wir noch Sonic 3 Advance. Und das hat sich der Mann von Küste gekrallt. Hat gefragt, ob er das haben kann. Kann er haben. Haben zwar noch keinen Tausch ausgemacht. Mit Nikolai habe ich auch noch nichts ausgemacht. Aber die wollen das haben und die kriegen das von mir. So. Das kommt wieder da rein. Also, alles was ihr eben gesehen habt für ein Zwanni. Und das war, wie gesagt, es war ein Hinterhof-Flohmarkt. Und ich sag's euch immer wieder, vor allem bei Hinterhof-Flohmärkten, wenn die Leute vor ihren Häusern stehen, fragt an jedem Stand nochmal nach, haben sie was da, Nintendo oder was auch immer ihr sammelt. Man kann nie wissen, denn der ist da rein ins Haus und hat... Der hat noch eine ganze Kiste voll mit Zeug gehabt, aber ich habe nicht alles mitgenommen, weil ich nicht alles so gebraucht habe. Ich habe wirklich nur das mitgenommen, was mich einigermaßen interessiert oder wo ich gewusst habe, okay, zwei, drei Leute weiß ich, die suchen das. Für einen Zwanni nehme ich das mit. Es war alleine der Advance-Wert, ja. Also, für einen Zwanni das ganze Zeug, was ihr eben gesehen habt, mitgenommen. Sehr, sehr cool. So, dann war ich etwas shoppen und Leute, normalerweise... Mache ich das nicht, aber also ich kaufe normalerweise keine Amiibos für 15 Euro. Sehe ich irgendwo nicht ein. Ich denke, ein 10er wird es auch tun für ein Amiibo. Ich finde, man muss keine 15 Euro für so eine Figur verlangen, aber ich mag die ja trotzdem und den Mario habe ich mir jetzt einfach trotzdem mal mitgenommen, denn der hat mir so gut gefallen. Ja, das ist der Classic, also in den klassischen Farben der Mario, die Amiibo-Figur. Habe ich für 15 Euro jetzt einfach mal mitgenommen. Denn mir hat er gefallen und gesagt, komm, scheiß drauf. Also. Ja. Habt ihr ja gesehen. So, normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe mir ein bisschen was zum Anziehen gekauft. Und zwar im C&A für das Stück 12 Euro. Aber ich fand die jetzt so cool. Da dachte ich, ey, das halte ich euch mal nicht vor. Und zwar dieses Stormtrooper-Shirt. In verschiedenen Farben, also die Helme, sehr cool. Ob ich das draußen anziehe, muss ich mir noch überlegen. Aber so für innen kann man das schon mal. Und noch ein Stormtrooper-Shirt und das ist aber richtig geil, finde ich. Das hat mir richtig gut gefallen. Ah, kann man das sehen? Könnt ihr das sehen? Ah, ja, also sehr, sehr cool. Wie gesagt, 12 Euro, das ist ja C&A, ist ja bekannt dafür, dass die immer mal wieder solche Nerd-Artikel haben zu guten Konditionen. Also für 12 Euro das Hemd, brauchen wir nicht reden. So Leute, das Beste hebe ich auf jeden Fall zum Schluss auf. Ich habe diese Episode kein Flohmarkt-Video gemacht, denn...
Das ganze Wochenende über war meine Familie da zu Besuch. Meine Nichte ist 18 geworden. Nochmal alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ich hoffe, du hattest hier etwas Spaß. Deswegen waren die Flohmarktausflüge relativ spontan und ich habe die Kamera nicht mitgenommen. Aber egal. Meine Mutter war da und hat gemeint, ich war auch auf dem Flohmarkt vor ein paar Wochen und hab dir was mitgebracht. Und zwar die PS2, die Fat Lady. Hey, was ist denn hier los? Die Fat Lady macht alles kaputt. I'm so sorry. Es ist live. So, im Laufwerk war noch Medal of Honor Vanguard. Hau ich euch rein in die Gewinnbox. Denn ist ohne Hülle. Von daher uninteressant für mich. Zwei Controller, einmal der schwarze und sehr cool dieser durchsichtige blaue. Ja, alles funktioniert und sie hat sage und schreibe 8 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, sie hat irgendwie gemeint, sie hat von 15 runtergehandelt auf 8 Euro. Mutti, hast du was gelernt von deinem Sohn? Sehr gut. Das Kabel war noch dabei. Hier habe ich es etwas flicken müssen. Aber es geht nach wie vor, es funktioniert. Es war leider kein TV-Kabel dabei, aber die kriegt man ja hinterhergeschmissen. So, behalte ich natürlich, denn ich habe zwar eine, aber die hier ist in besserem Zustand, die wird dann ausgetauscht. Also, Mama, vielen Dank, dein Sohn. So, wo geht's denn hier weiter? Genau, ich war mit dem Mann von Küste letzte Woche Sonntag etwas unterwegs auf Flohmarkt und er hatte mir schon gesagt, er war vorher auf dem Flohmarkt und hat eine PS1 gefunden in OVP, da war sogar Tekken 3 dabei, in gutem Zustand für sage und schreibe 5 Euro. Und ich habe ihm gleich gesagt, die OVP, da hätte ich Interesse. Wir waren dann zusammen auf 4 Flohmärkten und da war nichts. Aber nichts. Er hat ein paar Gameboy-Spiele gefunden und ein Game Gear-Spiel, aber ansonsten nichts. Und ein Advance-Spiel. So, hier ist die besagte OVP für die PS1. Und einer seiner Flohmarktfunde habe ich mir noch unter den Nagel gerissen, und zwar Prince of Persia für den Advance. Das Prince of Persia, The Sands of Time. Und ihm gegeben habe ich dafür, zum Überlegen, weiß nicht, so 10, 11 Advance-Spiele, alles Crap-Titel eigentlich. Ein Netzteil für den Mega Drive und noch irgendwelche Kabelgedöns. Also nichts Aufregendes und das war es mir absolut wert. Jetzt habe ich die PS1 OVP und das war sehr cool, suche ich schon länger. Und da habe ich auf jeden Fall mit ihm einen guten Deal gemacht. Herr Mann von Küste, vielen Dank nochmal dafür. So. Dann, das war das. Das war's fast. Und ja, jetzt kommen wir zum Highlight, würde ich sagen. Und zwar, mein Arbeitskollege. Habe ich ihn gefragt, ey, wie sieht's aus? Hast du denn daheim zufällig, einfach so gefragt. Das ist wieder das, was ich meine. Hast du denn daheim irgendwas an Nintendo-Sachen? Sagt er, ja, so Nintendo, da tut man Mario rein und so und bla bla bla. Und ich so, ja cool, dann bin ich mit ihm heimgefahren. Und da hat er natürlich zu meinem Erstaunen was gehabt. Und zwar eine Super Nintendo. Die war etwas verranzt, aber ich habe sie schon sauber gemacht. Aber das hier kriege ich leider nicht mehr weg. Keine Ahnung, vielleicht schafft ihr das. Warum habe ich das jetzt gesagt? Oh, richtig. Das kommt in die Gewinnbox, die SNES. Dann war dabei ein Super Mario World. Ist auch dabei.
Achso, bezahlt habe ich für das alles 25 Euro. Ja. Super Mario kommt rein in die Gewinnbox. Yoshi's Island bekommt der Herr Berschenbreiter von mir, wenn ich mich recht erinnere. Muss ich nochmal nachschauen. Also, Yoshi's Island ist leider weg. Versprochen. Asterix und Obelix kommt in die Gewinnbox. Alien 3 behalte ich selbst, denn das ist mal ein besseres Spiel von LGN. Mhm. Dann war auch natürlich ein Controller dabei. Ja. Genau, der ist natürlich dabei. Ein Pro-Pad ist dabei. Dieser durchsichtige. Das ist der zum, da kann man Turbo einstellen und so weiter. Den bekommt der Titus von mir. Da hat der Titus schon angefragt. Also hier ist das Netzteil ist dabei auf jeden Fall. Ne? Hier ist das Netzteil. Kommt in die Gewinnbox. Das TV-Kabel. Kommt in die Gewinnbox. Ein Super Game Boy. Kommt in die Gewinnbox. Fun and Games hat sich der Titus auch unter den Nagel gerissen und Mickey Mouse The Magical Quest starring Mickey Mouse. Ein schöner Capcom Titel. Ja? Ja. Ist für mich. Also, ich tue mal Alien und Magical Quest raus. So Leute, das war's soweit. Ich packe jetzt nochmal alles aus, dass ihr sehen könnt, was in der Gewinnbox drin ist. Nochmal. So, wie gesagt, die SNES ist drin mit Asterix und Obelix. Von den Games ist das für den Titus. Moment, wo tue ich das? Ah, ja. Das für den Titus. Der Pro-Pad war für den Titus. Könnt ihr euch bei ihm beschweren? der Super Game Boy ist dabei. Sieht man das alles schön? Ja. Yoshi's Island ist für den Herrn Berschenbreiter. So, aber wie gesagt, die SNES mit den Spielen, der Pad. Der SP, die Tasche. Die Anleitungen. Schmeiße ich rein. Das Mario-Shirt. Den Game Boy Color. Dann Pokémon Training Card Game und Pokémon Gelb für den Game Boy. Sniper für die PS3. Ja, den Logitech Controller. Also das Netzteil für den SP. Die zwei PC-Games und Medal of Honor Vanguard für die PS2. Ja, Leute, wie gesagt, das ist der Gewinn für das 350 Abonnenten-Gewinnspiel. Ich hoffe, ich kann euch einigermaßen zufriedenstellen damit. Und wie gesagt, es wird auch einen zweiten Platz geben. Sponsoring bei Dr. Jan Lampata. Ja, das war's eigentlich schon von der Folge. Ich dachte, ich lasse mal ein Gameplay raus heute und dass die Videos nicht immer ultra lang werden, aber die Winterzeit bricht an, Leute. Das heißt, es wird weniger Flohmärkte geben. Da wird es auf jeden Fall auch wieder mehr Gameplays geben. Auch mal länger. Und ja. Dann in diesem Sinne, wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, lasst ein Like da. Abonniert den Channel, wenn ihr wollt. Lasst einen Comment da, was ihr an meinem Channel cool findet, was ihr nicht cool findet. Was man verbessern könnte, was bleiben soll, bla bla bla. Oder schreibt einfach, wie es ist. Ich bin nur zum Gewinnspiel da. Ja, wie gesagt, dann seid ihr wenigstens ehrlich. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Und wie gesagt, nächste Woche... Freitag oder Samstag, je nach Laune,
wird das Ganze aufgeklärt, wer denn gewinnt, beziehungsweise wer den zweiten Platz holt. Also Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Euer Reed.